Merci vielmals. Was für eine Begrüßung. Habt ihr gehört, gut zuhören? Im Kositz lieb, genau. Ich fühle mich mehr voll von Schocke und solchen Sachen momentan als vom Heiligen Geist, aber ich werde gleich am Anfang noch beten für die Zeit, die wir jetzt zusammen werden haben. Und Vater im Himmel, wir danken dir, einfach bist du hier. Wir müssen nicht immer aus einem Mangel dir einzuladen, sondern können wir uns einfach bewusst sein, du bist bereits unter uns und dass wir in dem mit dir partnern können und einfach eins werden für den heutigen Tag. Bitte dir, Heiliger Geist, dass du einfach kommst mit deiner Güte und einfach den Geist vor Weisheit und Offenbarung über uns lässt kommen. Halleluja, Amen. Ich komme so gerne immer wieder zurück auf Spiez in die Church vor ein paar Wochen. Oder Monat irgendeines im September war es, bin ich an einem Konflager eingeladen worden, dort etwas Gott zu erzählen. Und in dieser Gruppe von jungen Leuten hat es zwei Christen gehabt. Das heisst, die meisten, 90 oder noch mehr Prozent, haben nichts mit dem Glauben in dem Sinn irgendwie Bezug gehabt. Und ein Kollege von mir, der das geleitet hat, mich bewusst eingeladen, dass wir dort den Heiligen Geist freisetzen konnten. Und es war so der Hammer gewesen. Wir haben dann für die Leute gebetet, haben gezeigt, wie das funktionieren kann. Und dann ist der Heilige Geist wirklich so etwas von innen gebrochen, dass die Teens, die haben manifestieren, haben zittern. Die eine die ist geheilt worden von Skoliose im Rücken. Jemand anderes hat im Knie Problem gehabt und die ist umgesäckelt. Und die sind der gewesen und haben einfach gesagt, was ist das für eine Atmosphäre, was ist das für eine Gegenwart hier, die ich also etwas noch nie erlebt. Ich treffe den Kollegen jetzt wieder, der das geleitet hat, wo ich gespannt bin, wie das Lagen her ist weitergegangen. Auf jeden Fall hier in Spiez ist ein offener Himmel und ich glaube, den werden wir heute zusammen erleben. Für diejenigen, die die Bibel da haben, können sie aufschlagen auf Seite 100, Matthäus Kapitel 28. Und wir werden dort einen sehr bekannten Text zusammen lesen, der Missionsbefehl. Kapitel 28 und wir werden Vers 18 starten. Und ich nehme an, dass der Vers, vor allem hier im CLZ, wenn der Markus und Joel da regelmässig die Predigen bei allen gehighlightet ist mit x Notizen. Und gleich werde ich versuchen, den Text auf eine Art und Weise anzuschauen, wie das vielleicht noch nicht ist, passiert da. Weil oftmals, wenn wir uns so vertraut sind mit bekannten Texten, verpassen wir auch die tiefen Schätze, die Gott immer noch dort versteckt hat. Jesus ist hier mit seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferweckt wurde, bevor er zum Himmel auffährt. Und er sagt hier im Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. So coole Worte. Jesus kommt zu den Jüngern und sagt, alle Macht, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben worden. Was für eine Aussage. Ich persönlich glaube, dass Jesus die Aussage immer noch aus Mensch macht, abhängig vom Heiligen Geist. Jesus war Gott, hat sich bewusst entschieden, aus Gott Mensch zu werden, dass er abhängig vom Heiligen Geist hier auf der Erde wirkt, damit wir alle ein Modell haben, das wir nachfolgen können. Er ist Gott geblieben, hat sich aber entschieden, in dieser menschlichen Form, abhängig vom Heiligen Geist, hier auf der Erde zu dienen. Sogar diese Aussage, nachdem er von den Toten auferweckt wurde, macht er aus meiner Sicht immer noch in dieser Form aus Mensch abhängig vom Heiligen Geist. Die Aussage selber, mir ist alle Vollmacht gegeben worden, würde gar keinen Sinn machen, wenn er die als Gott sagt. Yes. Weil es gibt niemanden, der höher ist als Gott, der Gott die Vollmacht geben kann. Darum kommt Gott aus unseren älteren Bruder und macht diese Aussage und erzählt eigentlich, hey, ich habe ein neues Erbe bekommen, ein Upgrade von dieser Vollmacht, die ich bereits vorher hatte, damit wir aus Söhnen und Töchter von Gott in die Familie Gottes hineingeboren werden können, um Miterben von dieser Vollmacht zu sein, die Jesus hier empfiehlt. Es ist zum Teil die Vollmacht, die im Garten Eden ist verloren gegangen durch das Essen von dieser Frucht, Äpfel, was auch immer das war. Das können Theologen herausfinden. Ist die verloren gegangen, aber weil es der Mensch war, der die empfindet hat, gegeben, ist Gott Mensch geworden, um das wieder zu gewinnen, was der Mensch damals verloren hat. Gott ist ein Fair Player. Der
Kampf ist nie Gott gegen Teufel. Das wäre gar kein Kampf. Gott kommt wortwörtlich, das ist meine Überzeugung, blasen und alle dämonische Macht wären in einer Sekunde komplett verschwunden. Er hat allein mit seinem Reden all die Sachen kreiert, die wir sehen und nicht sehen. So mächtig, allmächtig ist unser Gott. Das heisst, irgendwann hat es auch irgendwie einen Tag gegeben, wo er gesagt hat, es soll der Luzifer existieren. Er hat gesagt, es werde Licht, es soll das und das passieren und all die Sachen sind kreiert worden. Das heisst, Gott kann sagen, es soll kein Luzifer mehr sein und keine Dämonen mehr und in einem Moment wären die alle verschwunden. Der Kampf ist nicht zwischen Gott und dem Teufel, das wäre gar kein Kampf, sondern zwischen dem Teufel und den Menschen. Und darum kommt Jesus hier und sagt, immer noch als Mensch, abhängig vom Heiligen Geist, mit den Voraussetzungen, die wir auch haben, dass er alle Vollmacht im Himmel und auf Erde jetzt hat bekommen. Und wir in dem Moment, in dieser Familie Gottes, genau Zugang haben zur gleichen Vollmacht, wo das Erbe ist, das Jesus mit uns teilt. Ich würde sogar sagen, in diesem Moment, jetzt haben wir mehr Vollmacht, als Jesus hatte, als er auf der Erde gewirkt hat. Diese Aussage macht Jesus, nachdem er auf der Erde gewirkt hat. Das ist wie ein Upgrade, wie ein Update von seiner Vollmacht. Und wir haben Zugang zu dem. Das Jesus hat die noch nicht gehabt. Und darum macht die Aussage von Jesus auch mehr Sinn, als er gesagt hat, ihr werdet die gleichen Werke machen, die ich gemacht habe. Sogar noch grössere Taten werden durch euch passieren. Grössere Werke brauchen grössere Vollmacht. Jesus geht weiter und sagt, geht nun. Geht nun. Das Nun ist wie die Verbindung zu dem, was er vorher gesagt hat. Hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Als ich in der Church aufgewachsen bin, in verschiedenen Konferenzen, habe ich immer wieder gehört, wir sollen in die Nationen gehen, um dort individuelle Leute zu Jüngern zu machen. Absolut richtig. Das gehört dazu. Aber wenn man es genau anschaut, ist es nicht unbedingt das, was Jesus sagt. Er sagt eigentlich, geht in die ganze Welt und macht ganze Nationen zu Jüngern. Warum? Weil er hat alle Vollmacht bekommen im Himmel und auf Erde und teilt die mit uns. Und aus diesem Grund denkt er irgendwie viel grösser als wir. Während wir uns damit beschäftigen, in die Nationen zu gehen, um einzelne Leute zu jüngern, hat Jesus den Glauben, dass wir in die Welt rausgehen können, um ganze Nationen in die Jüngerschaft hineinzurufen. Wie sieht es aus, wenn eine ganze Nation gejüngert wird? Wir wissen es nicht, weil es ist noch nie passiert. Wir sind viel zu viel beschäftigt, die Leute in der Gemeinde dazu zu bringen, dass sie sich endlich anständig übernehmen und nicht zu viel Schocke während der Weihnachten essen. Und während wir uns mit solchen Problemen befassen, denkt Jesus, wir können tatsächlich die Welt verändern. Er geht weiter und sagt, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tauft sie. Er redet das immer noch mit den Nationen. Klar, einzelne Leute, individuelle Leute gehören dort auch dazu. Wie würde es aussehen, wenn die Schweiz in einem Tag im Heiligen Geist getauft wird? Wenn der Heilige Geist so stark ausgegossen wird, dass sich die Atmosphäre der ganzen Schweiz innerhalb von Sekunden verändert und die ganze Nation unter dem Bewusstsein von dieser Liebe und Kraft Gottes steht. Es ist möglich. Es ist möglich. Und er sagt, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das klingt so cool. Mit anderen Worten will Jesus hier sicherstellen, dass all die Sachen, die er seine Jünger beauftragt hat, immer wieder an die nächste Generation weitergegeben werden. Was bedeutet, dass all die Sachen, die die Jünger von Jesus auftragt haben bekommen, genauso für uns auch gelten. Und wir werden jetzt nicht durch die ganze Liste durchgehen, aber ein Punkt möchte ich herausstreichen, und der ist in Matthäus Kapitel 10, Vers 8, ist es glaube ich, zu finden, wo Jesus die Jünger aussendet. Und er sagt ihnen, heilet die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus und macht die Leprakranke gesund, Freiheit bekommen, frei, geben sie weiter. Das war ein Befehl, den der Jünger gegeben hat. Und aufgrund dieser Stelle genauso für uns auch noch gilt, heute. Die Kranken zu heilen, im Übernatürlichen zu wirken, ist nicht eine Option, ist ein Auftrag, ist ein Befehl.
Es ist ein Missionsbefehl und nicht, wie sagt man, suggestion. Und nicht ein Missionsvorschlag. Vor ein paar Jahren war ich an einem Jugendanlass mit ein paar anderen Kollegen und wir haben dort auch für die Leute gebetet. Und es war einer von diesen Abenden, wo Gott hat gewirkt hat. Enorme Wunder und Zeichen. Und einer von den Jugendpastoren ist auf mich zugekommen und hat gesagt, er hat es so gefeiert, wie Gott hat gewirkt. Und er hat dann gesagt, er hat selber auch ein Herz mega in Heilung können zu wirken. Aber er ist noch nicht so weit und hat gesagt, ja, er muss noch ein bisschen an sich arbeiten und irgendeinmal wird er vielleicht auch für die Kranken können beten. Und es hat mega geistlich getönt und demütig und eigentlich habe ich dann gedacht, das ist nicht biblisch. Und ich habe ihn gefragt, wer hat dir das Recht gegeben, wenn du entscheidest, das zu machen, was Jesus dir schon längstens beauftragt hat? Wir werden uns nie perfekt und qualifiziert fühlen. Nie. Und ich will das auch nicht. Weil sobald ich mich perfekt und qualifiziert fühle, habe ich das Gefühl, ich kann es selber aus mir machen. Aber solange dass ich weiss, dass ich eigentlich ein völliger Idiot manchmal bin, bleibe ich abhängig von Gott. Und das ist genau das, was er braucht. Ein leeres Gefäß, das weiss, ich bin abhängig von ihm, dass er durch mich durchfließen kann. In diesem Moment teilt Jesus mit uns alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Das heisst, wir können nicht mehr Vollmacht haben, als wir jetzt haben, und wir können nicht weniger haben. Die strahlt aus uns raus, egal wo wir hergehen. Aufgrund von dem, wo Jesus in dir ist und aufgrund von dem, wer du in Jesus bist, drehst du ein Reich mit dir. Ein Reich Gottes, das ständig aus dir rausstrahlt und deine Umgebung verändert und positiv beeinflusst. Die Vollmacht kannst du nicht anlassen, die kannst du nicht abstellen. Die klebt an dir, egal wer du bist und was du machst. Ich wünschte, ich hätte es gewusst, als ich 17, 18 war. Ich habe immer noch ein Riesenherz, um zu sehen, wie Gott übernatürlich wirken kann. Aber in der Zeit, als ich entdeckt habe, wie die Vollmacht irgendwie verbunden ist mit dem Heilungsdienst, habe ich auch verspinnen. Täglich betet Jesus, ich brauche mehr Vollmacht, mehr Kraft. Ich habe Salbungsöl gekauft, habe mich täglich gesalbt, Andi. Ich salbe dich mit mehr Vollmacht. Ich habe Briefe geschrieben. Für jede Gabe, die im 1. Korinther 12 aufgeschrieben ist, habe ich 3 Briefe geschrieben. Ich habe einen Brief geschrieben für jede Gabe, dass ich die empfangen kann. Ich habe einen Brief geschrieben für die Impartation für jede Gabe, dass die aktiviert wird. Und ich gefastet, betet, eigentlich habe ich sogar eine zusätzliche Bibel gekauft, dass ich meine Lieblingsverse, die über Vollmacht und Kraft redet, habe können ausschneiden mit einer Schere und habe die wortwörtlich gegessen. Sogar ohne Ketchup. Weil ich so einen Hunger hatte, Gott zu zeigen, dass ich einfach mehr will von dem. Und wenn ich zurückschaue, war es eine völlige Zeitverschwendung. Weil ich für etwas gefragt habe, das ich längstens hatte. Ich war wie ein Hund, der meinen eigenen Schwanz gejagt hat, ohne zu checken, der ist an mir angemacht. Und wenn ich so zurückdenke, stelle ich mir Gott vor, wenn er auf seinem Thron hockt und mir zuschaut und denkt, hey, was läuft? Und wahrscheinlich hat er immer gesagt, Andi, ich kann dir nicht mehr geben, als du schon hast. Ich habe dein Gebet gar nicht beantwortet, weil das schon längstens passiert ist. Aber ich war so beschäftigt mit Scharabashikara und Einsalben und Zeugs essen und Fasten und Beten, alles Mögliche, dass ich gar nicht Zeit hatte, um zu hören, was Gott mir sagen will. Und ich habe gecheckt, hey, ich brauche nicht mehr Vollmacht, sondern eine größere Offenbarung über die Vollmacht, die ich bereits habe. Und oftmals geht es genau das im christlichen Leben. Nicht darum, dass wir ständig neue Sachen empfangen, sondern zu realisieren, was Gott uns bereits hat gegeben. Aber es ist völlig okay, für mehr hungrig zu sein, für mehr zu fragen. Gott ist nie sauer, wenn wir für mehr fragen, nur wenn wir uns mit weniger zufrieden geben. Aber das mehr ist nicht in erster Linie neue Sachen zu bekommen, sondern die Offenbarung zu empfangen, was es ist, was er bereits in uns hat hineingelegt hat. Wieso habe ich gedacht, dass es eine grössere Offenbarung gibt als Christus in mir? Gibt es nicht. Dort, wo du hergehst,
folgt der Hoffnung nach. Du bist jemand, der die Atmosphäre verändert, wo du etwas in dir drin hast, was aus dir herausstrahlt. Wenn du daher bist, vielleicht mit dem Bus, mit dem Zug, bist du irgendwo gehockt und wo du diesen Platz hast verlassen, hast du ein Stück vom Reich Gottes dort liegen. Und vielleicht ist eine Person nach dir dort hergehockt, die Rückenprobleme oder was auch immer hatte. Und in diesem Moment ist die geheilt worden, wo sie in Kontakt mit dieser Reich Gottes Vollmacht ist gekommen. Du hast wahrscheinlich mehr Leute geheilt, als du denkst. Als ich 18 war, habe ich Unihockey gespielt. Bei Wileräsig, bei der U21. Das ist ein super cooles Jugendteam, eines der besten seit x Jahren. Und ich war der einzige Christ im Team, oder auf jeden Fall der einzige, der es zugegeben hat, der darüber geredet hat. Und ich habe ihm zu erzählt von diesen Sachen, die wir leben auf der Straße, wie Gott Leute heilt und so. Und ich habe das enorm komisch gefunden. Ich dachte, ich bin ein Freak, bin ich auch gewesen, immer noch ab und zu, das ist völlig okay. Der Markus ist ja hier, von dem her. Ich kenne ihn nicht so gut, aber ich höre immer wieder Geschichten. Das ist ein Kompliment. Wenn du im Reich Gottes ein Freak bist, ist es ein Kompliment. Das ist ein Meisterfolg, wenn du nicht ganz dicht bist. Weil dann kann Jesus aus dir rausrennen. Geschichten erzählt und wenn die Spieler sind verletzt wurden, habe ich gefragt, hey, kann ich beten? Und sie haben gesagt, nein, das ist komisch und so. Und dann ist aber einer von unseren besten Spielern verletzt worden, der Köffel. Und er hatte irgendwie einen Unfall gehabt. Die Ärzte haben gesagt, ein halbes Jahr kein Unihockey mehr, die Schulter ist kaputt gewesen. Nach ein paar Wochen werden sie können schauen können, ob er eine Operation braucht, wenn die Schwierigkeit abnimmt. Und falls er eine würde brauchen, würde es sogar noch länger gehen. Und dann schaut er noch das Training schauen und etwa 10 Tage nach seinem Unfall hat er mich gefragt, hey, du erzählst doch da von Beten und dann, Leuten geht es besser, kannst du das mal bei mir machen? Ich gesagt, ja sicher, nach dem Training warte doch in der Garderobe und dann würde ich gerne für dich beten. Hat duschen, er war auf dem Bänkli, hat er gewartet, ich habe mich neben ihn gesetzt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es war spät am Abend, über 2 Stunden trainiert und immer noch einen langen Weg gekommen, um wieder nach Hause zu kommen. Das heisst, ich war müde und hatte sehr Hunger. Das sind die 2 schlechtesten Voraussetzungen, dass ich mich geistlich fühlen kann. Und in einer stinkigen Garderobe hat das Ganze stattgefunden. Es war nicht eine schöne Atmosphäre, wie wir vorher hatten, im Worship. Es war nicht die Glory Cloud, die Wolkmaschine, die wir uns fast nicht mehr hätten gesehen, weil die Gegenwart so stark war. Sondern in dieser Garderobe, stinkig am Abend spät. Mein Kollege hockt dort, ich habe mich neben ihn gesetzt. Ich wollte für ihn beten, habe meine Hand auf seine Schulter legen, wie wir das gelernt haben bei unserer Vineyard Bern. Die Hand ausgestreckt und in dem Moment, wo er berührt, ganz fein, ist er zurückgegangen und gesagt, es ist gut. Und ich war mega verwirrt. Ich habe gedacht, er will kein Gebet mehr, weil es noch andere Spieler in Garderobe waren. Ich habe gedacht, vielleicht ist es jetzt peinlich. Und ich habe gesagt, hey, wir können das nächste Mal machen, kein Problem. Dann hat er gesagt, nein, es ist gut. Ich habe es nicht kapiert und gesagt, was meinst du mit «Es ist gut»? Dann hat er mir gesagt, in dem Moment, wo ich angefangen habe, die Hand auszustrecken, hat er gespürt, wie der Schmerz weggeht, wie die Knochen zusammenkommen, die Muskeln zusammenkommen, die Zähne. Dann hat er gesagt, ich bin komplett geheilt. Das war nicht meine Reaktion. Ich habe innerlich gedacht, jetzt bin ich sehr ehrlich, du bist einfach eine feige Nuss. Du willst kein Gebet, weil es dir peinlich ist, weil andere Leute da sind, weil du mich verarschen tust. Aber wir alle wissen, was die Ärzte haben gesagt, wie lange du nicht mehr Unihockey spielen kannst. Und wenn das stimmt, was du sagst, wirst du das nächste Mal trainieren können. Und wir werden alle sehen, dass Gott dich geheilt hat. Das habe ich gedacht, aber ich habe gesagt, hey, ist es nicht cool? Er ist gekommen, konnte trainieren, hat niemand wieder ein Problem gehabt mit seinen Schultern. Diese Geschichte hat natürlich Kreise gezogen. Ein paar Wochen später war ich irgendwo in Bern unterwegs mit ein paar Kollegen.
Und dann ist einer gekommen. Wir haben ihn auch schon gesehen. Er hat in der U18 gespielt, bei Wiedererziges Team unter dran. Und er ist er gekommen und hat gesagt, hey, du weißt auch nicht, wer ich bin. Ich bin der und der, spiele dort und dort. Und dann hat er mir gesagt, er hat die Bänder angerissen. Und hat gesagt, sie haben von dieser Geschichte gehört. Und so habe ich für ihn noch beten. Für ihn können beten, Gott hat ihn geheilt und ab und zu sind dann noch mehr Sachen passiert. Das Lustige ist, dass ich schon dazu mal mit 17, 18 durfte vor Leuten reden und habe dann allen erzählt, die Bibel sagt, wir können nur Leute anlängen und die werden geheilt oder der Heilige Geist fließt. Und was das erste Mal um eine dramatische Art und Weise ist passiert, in meinem Leben wollte ich es nicht einmal glauben. Seht ihr an diesem Abend, ich hatte keine Zeit, eine Stunde lang die Bibel zu lesen vorher. Keine Zeit, zu fasten, gross über Gott nachzudenken, wo ich an einem weissen, komischen Plastikbau nachsäckeln mit Löchern drin. Aber was ich habe gemacht oder immer noch versuche zu machen, ist mein Bewusstsein zu stärken von dieser Vollmacht und im Glauben zu laufen, dass dort, wo ich bin, ein Reich mit mir mitkommt. Und das ist etwas, was wir auch können. Im Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, daheim mit den Kindern. Dass wir eine Vollmacht tragen, die tatsächlich Einfluss hat und die Sachen verändert. Ich weiss noch einmal, in Bern ist eine jüngere Dame gekommen, die hat Knie völlig zerstört von einem Skiunfall. Operationen, es ist nicht besser geworden. Sie ist abgehockt, wir haben für sie gebetet, sie steht auf, hat gerannt, wo sie Jesus hat freigesetzt. Ich drehe mich um in diesem Moment und denke, oh, so cool. Dann steht eine andere jüngere Dame dort mit Tränen in den Augen und denkt, wow, von wo kommst du, wer bist du? Dann hat sie gesagt, ich weiss nicht, wer ihr seid und was ihr da macht. Ich bin vorhin dort hergestanden, habe euch einfach beobachtet. Und als ihr da geknäulet und die Hänge auf dem Knie von dieser Frau, ist etwas über mich gekommen, ein Frieden, den ich noch nie gespürt habe. Und ich musste einfach rennen. Und sie hat mich gefragt, ist das Gott? Das ist das, was wir tragen. Das ist das, was Jesus in uns hineingelegt hat. Und wenn wir verstehen, was für eine Vollmacht in uns innen ist, umso kreativer wird das Reich von Gott aus uns herausbrechen können. Schaut mal das Leben an von Jesus. Oder einfach in der Bibel, wie Leute geheilt wurden. Manchmal hat Jesus Leute berührt, etwas ist passiert. Manchmal hat Leute Jesus berührt, etwas ist passiert. Manchmal hat er einfach ein Wort gesprochen und Leute sind freigesetzt worden. Manchmal hat er einfach Boden gespült, etwas gemacht mit dem Matsch und es in die Augen geklebt und Leute haben Befreiung erlebt und Heilung. Manchmal hat er ein bisschen Finger abgeleckt, dann die Zunge berührt, es sind da rein und Leute sind geheilt worden. Der Petrus hat scheinbar so eine Kraft auf sich gehabt, dass sich die Leute in den Schatten wollten. Das ist eine coole Stelle, wie man das vorstellt. Obwohl ist der Schatten da, ist er auch jetzt berührt. Beim Paulus haben sie sogar einfach Kleider abreißen, Taschentücher nehmen, die auf die Kranken gelegt, die sind geheilt worden. Dort war ein Verständnis von dieser Vollmacht, die wir heute nicht mehr so haben. Und es gibt einen Mann in der Kirchengeschichte, sein Name ist Smith Wigglesworth. Ich liebe diesen Typ, der lebt leider nicht mehr. Wer von euch hat schon mal von Smith Wigglesworth gehört? Wow, okay. Cool. Es sind, glaube ich, etwa 14 Leute, die er von den Toten auferweckt hat, die dokumentiert wurden. Und eine Geschichte ist sehr bekannt, da bringen sie eine Person zu ihm, die tot war. Er hat die Person genommen und hat sie einfach mal durchgeschüttelt, um zu schauen, ob sie wirklich tot ist. Er hat die Person genommen und hat den Tod gebrochen, hat befohlen, Leben kommt zurück, im Namen Jesus kommt zurück. Schießt die Person an die Wange und ganz langsam geht sie zu Boden. Immer noch tot. Und stell mir vor, wie hätte ich reagiert, wenn ich in diesem Raum war und das beobachtet hätte. Ich hätte auch gesagt, hey Smith, du bist ein Riesenmann Gottes und ich ehre dich glauben. Aber kannst du aufhören, tote Leute an die Wange schiessen? Das hätte ich auch gesagt. Der Smith geht aber her, nimmt die Person und macht nochmal das Gleiche. Befiehlt im Tod zu weichen und befiehlt im Leben zurückzukommen, damit der Mann geheilt und wiederhergestellt ist. Und
schießt die Person nochmal an die Wange. Und wieder ganz langsam, Slow-Motion-Style, hat es dann noch nicht gegeben, geht die Person zu Boden und ist immer noch tot. Das wäre wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, hey Smith, ich gehe jetzt raus und habe nie etwas mit dieser Szene hier zu tun gehabt. Der Smith nimmt die Person das dritte Mal, macht nochmal das Gleiche und beim dritten Mal kommt sie zurück zum Leben. Viele komische Geschichten. Einmal war er im Predigen und eine Frau ist hineingebracht worden auf dem Bett, das kurz vor dem Tod war, wo sie Krebs hatte. Und dann geht vor die Bühne runter, holt ihr auf den Bauch, ihren Kopf macht er so, liegt ab. Und der Mann, der sie hineingebracht hat, gesagt, jetzt hast du sie umgebracht. Und der Smith hat gesagt, nein, sie lebt, geht zurück auf die Bühne, hat weiter predigt und etwa 15, 20 Minuten später steht die Frau auf und ist komplett geheilt. Ein unglaublicher Mann Gottes, der ein Verständnis hatte von dieser Reich Gottes Autorität, Vollmacht, wie kaum ein anderer. Und er hat Leute geschlagen und eine Journalistin hat ihn mal gefragt, hey Smith, warum schlägst du ständig Leute? Und er hat gesagt, ich schlage keine Leute. Ich schlage den Teufel, aber die Leute sind immer im Weg. So etwas von herrlich. Was war das Problem? Andere haben es beobachtet und haben dann versucht, eine Methode zu kopieren, ohne die Offenbarung dahinter zu haben. Und dann sind die Jünger im Zeug rumgelaufen. Ich habe den Schlüssel zum Heilungsdienst. Wer braucht Heilung? Du brauchst Heilung. Okay, du hast Zahnschmerzen. Okay. Oben, unter, links oder rechts. Und die Leute sind nicht geheilt worden, weil sie eine Methode haben kopiert, ohne die Offenbarung dahinter zu haben. Und in der Apostelgeschichte 19 gibt es eine mega lustige Geschichte, die das so ein bisschen illustriert. Der Paulus ist hier in Ephesus und Gott wirkt so etwas übernatürlich darin, dass das viele Leute haben wahrgenommen. Dämonen sind austrieben worden und 7 junge Gielen haben das beobachtet. Und wenn ich die Geschichte lese, stelle ich mir vor, wie ich einer von denen wäre, weil ich mich sehr mit denen identifizieren kann. Die haben irgendwie mitbekommen, wie der Paulus Dämonen austreibt, haben das beobachtet und haben gedacht, hey, komm, wir haben eine coole Zeit zusammen, machen wir das Gleiche. Jetzt haben wir gesehen, wie es der Paulus macht, komm, das können wir auch. Sie sind im Zeug rumgelaufen und haben eine Person gefunden, die einen Dämon hatte. Und jetzt schauen wir mal, wie das ist ausgegangen. Die Leute sich das versuchen bildlich vorzustellen. Das ist eine sehr coole Geschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 13. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Käfas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Das ist eine mega spannende Aussage vom Dämon. Es macht für mich Sinn, dass er Jesus kennt, aber es ist für mich erstaunlich, dass er von Paulus hat gewusst. Die Vollmacht, die wir tragen, macht unsere geistliche Welt berühmt. Du bist gefürchtet in der geistlichen Welt. Ich hatte immer Angst vor Dämonen, bis ich herausgefunden habe, dass sie Angst vor mir haben. Die wissen, wer du bist, die Vollmacht wird dort wahrgenommen und erkennt. Genauso wie das in der natürlichen Welt vorkommen kann. Und er fragt, wer seid denn ihr? Und stell dir vor, wie die 7 Jungs lange haben angeschaut und haben gedacht, Scheibe, das ist im Paulus nie passiert. Was machen wir jetzt? Haben wir falsch gebetet, müssen wir irgendwie die Grammatik umstellen? Wir haben im Namen Jesus gebetet, müssen wir vielleicht im Namen Jesus beten? Oder was ist hier falsch gelaufen? Und es geht dann weiter. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie so, dass sie nackt
und verwundet aus jenem Haus entflohen. Das ist peinlich. Erstens ist es peinlich, wenn 7 Gile gegen einen kämpfen und die verlieren. Wenn ich mit meinen 6 Kollegen Schlägerei hat verloren gegen einen, das wäre mir peinlich. Das Zweite, was noch peinlicher ist, wenn ich plötzlich mit meinen 6 Kollegen für den Blut anstehen nach dem Schlägeln und würde denken, was ist passiert? Und wir sind noch am Blüten. Das Dritte, was peinlich ist, ist, dass wir aus diesem Haus raussäckeln würden. Für den Blut blütend. Und es kommt noch besser. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten. Könnt ihr euch vorstellen, hier in Spiez die Szene zu erleben? 7 Jungs für den Blut und blütend, die aus einem Haus raussäckeln und eine dämonische Person hinten nach. Und alle haben das mitbekommen. Stell dir vor, am Montag im Coop, einer von denen geht einkaufen, steht der Kasse, alle Leute hinten dran. Hey, das ist einer von denen. Vielleicht hat jemand noch ein Instagram-Live-Story gemacht oder was auch immer. Wie peinlich. Aber es heisst dann, und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn, Jesus, wurde erhoben. Ist es nicht schön, wie Gott 7 nackte und blütende Jungs für seine Herrlichkeit kann brauchen. Und vielleicht ist das ein neues Evangelisationstool. Eine Person zu finden, die Dämonen besessen ist und 7 Leute reinzustellen, die nichts mit Jesus im Hut haben, damit sie blütend und für den Blut durch Spiez umsäckeln, damit die Furcht vom Herrn über die ganze Stadt oder das Dorf kann fallen und sein Name erhoben wird. Das ist ein Witz. Nehmt das nicht ernst. Das Lustige an dieser Geschichte kann man 2 Verse vorher lesen. Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legten und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Man hat Stück genommen von Kleidern, Handtücher, die in Kontakt waren mit dieser Reich Gottes Autorität Vollmacht. Man hat die Kleidungsstücke auf die Kranken geheilt, die sind geheilt worden, auf die besessenen Leute, die sind befreit worden. Ist es nicht interessant, dass ein Kleidungsstück, das in Kontakt war mit dieser Vollmacht, mehr Kraft hatte als 7 Söhne eines jüdischen Hohepriesters? Und ich schlage vor, wenn Nasstücher, Kleidungsstücke in Wunder und Zeichen können wirken können, wie viel mehr können wir das, wir, die der Heilige Geist uns innen haben? Wir werden vielleicht nicht fähig sein, jede Person, die wir begegnen, in den Himmel zu bringen, aber wir können definitiv den Himmel zu jeder Person, die wir begegnen, bringen. Das, was Gott uns hat hineingelegt, hat einen riesengroßen Zusammenhang mit dem, was er in unserem Umfeld machen will. Und das ist so viel grösser, als wir können denken. Ephesus, ein Ort, der wahrscheinlich die grösste Erweckung erlebt hat im Neuen Testament. Der einzige Brief, wo der Paul keine Wörter gibt vor Korrektur. Das heisst, die Leute hatten unglaubliche Gaben vom Geist, aber auf der anderen Seite eine wunderschöne Frucht vom Geist. Ein super Vorbild für ein gutes Gemeindeleben untereinander und mit dem Heiligen Geist zusammen. Und der Paulus hat etwas für sie gebetet im Brief. Er hat nicht gebetet für mehr Kraft, hat nicht gebetet für mehr Vollmacht, aber er hat gebetet, dass der Geist vor Weisheit und Offenbarung über die Gruppe wird kommen, damit sie noch mehr von dieser Herrlichkeit und Kraft erkennen können, die sie bereits im Erb haben, damit die Augen von ihnen erleuchtet werden, zu erkennen, was der Heilige ist gegeben worden. Darum, wir brauchen nicht mehr Kraft oder mehr Vollmacht, sondern eine größere Offenbarung von den Sachen, die der Vater bereits uns hat hineingelegt. Anstatt extern etwas zu empfangen, müssen wir das, was intern ist, aktivieren. Ich werde zum Abschluss noch beten. Tut doch euren Hang aufs Herz.
die euch ja das Herz auf die Hand tun. Und Vater im Himmel, in dieser Atmosphäre von Kraft und Offenbarung sagen wir Ja und Amen zu all dem, was du uns hast hineingepflanzt, Vater. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, wirklich für eine Ausgießung von Erkenntnis und Offenbarung, damit wir wachsen können in diesen Sachen, wo das mehr und mehr um uns herum sehen können. Und danke dir, Heiliger Geist, dass einfach in dieser Atmosphäre von Heiligen so Leute automatisch geheilt werden, ohne dass ihnen Hänge aufgelegt wird, sondern dass allein der Erkenntnis von dem Reich, das in uns innen klebt, das ausbricht und ausfließt und die Leute wiederhergestellt werden, dort, wo Schmerz oder Krankheiten sind, die einfach werden weichen, wo wir mehr und mehr verstehen, wer wir sind in dir und du in uns und dass wir Kinder sind, Töchter und Söhne vom Allerheiligsten und dass unser Erbe ist und unser Recht nicht, weil wir das verdient haben, sondern weil du, Jesus Christus, im Kreuz bist und aus deiner Gnade, Herr, aus deiner Gnade, aus diesen Narben heraus, die Heilung für uns hast verfügbar gemacht. Nicht nur für uns, sondern für unsere Umgebung, Herr. Und wir in das reinstehen und sagen Ja und Amen. Dass dein Name, Jesus Christus, der Name von deinem Sohn, Vater, erhoben wird in Spiez über allem. Amen.